Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Landwirtschaftssimulator 2015 Together. So, und heute spielen wir wieder mit dem Fries. Hallo. Und wir haben gerade eine große Nachfrage gekriegt. Es gibt ein paar Informationen jetzt auch. Wir haben ja jetzt eine kurze Pause gemacht. Kurz 2 Stunden waren es jetzt mal, glaube ich. Eine Stunde war es jetzt mal. Und ich habe den Server laufen lassen. Jetzt haben wir 330.000 Geld. Und ja, ich mir jetzt weiter erstmal. Ich habe die Zeit gerade runtergestellt. Wir haben eine große Nachfrage für Weizen. Und ja, wir mähen jetzt aber erst noch fertig. Könnt ihr machen? Ich häng schon mal Fliegel an. Du fährst aber vor. Ich muss ja eh noch wegstoppen. Du kannst... Ach, du kannst direkt noch den Mähdrescher lernen, weil der hat noch 1500 drin. Total geil. Dann haben wir irgendwie 45.000, dass wir alles beim Güterbahnhof bringen können. Da haben wir 45.000 drin, ja. Ja. Wo soll denn nochmal das, der Gruber hin? Bei den Seenmaschinen. Zweite Halle, erstes Tor. Ja. Bei der Seemaschine, meinst du? Ja, aber das sind zwei Seemaschinen. Also rückwärts fahre ich immer, wenn ich in den Stall fahre, immer mit Taster. Weil mit Lenkrad, ja. Hilft das nichts. So, ich... Gleich machen wir auch wieder Mischfutter. Sobald wir halt Heu haben. Hol mal deinen Flegel da raus. Ja, mach ich doch. Der Flegel muss erst raus, bevor ich den Kramper rausnehme. Und wir fahren beide, haben wir uns jetzt gesagt. Das wäre, wir brauchen ja noch wenig für den ganz großen Häcksler. Ja, das könnten wir ja nicht schaffen. Könnten wir. Können. Aber wir brauchen natürlich auch ein Schneidewerk dafür noch. Deswegen, ja. Weißt du was, das hole ich mir jetzt. Ja, ja, kannst du ja machen. 45.000. Jetzt haben wir 280.000. 24% sind hier drin? Ja. Alter Junge. Das sind 12% bei einem normalen. Also bei der BGA. Glaube ich zumindest. Komm mal hier hoch, Junge. Ja, warte. Ich muss doch noch erstmal den Mähdrescher ausleeren. Hey, beim Güterbahnhof? Ja. Ich dachte beim Getreidespeicher. Nein, Güterbahnhof. Hast du doch auch schon am Anfang gesagt. So. Nee, das schaffen wir niemals. Was? Was schaffen wir niemals? Den Häcksler. Wir brauchen 100. Ja, aber wir kriegen ja noch was mit für die Kühe. Die haben ja im Moment was. Ja, auch nicht 100%, ne? Ja, ist aber egal. Davon kriegen sie wenigstens. Davon kriegen wir wenigstens. 80% ist die Produktivität im Moment. Ja, ist ja gut. Weil sie keinen Mischfutter mehr haben. Ja. Müssen wir noch machen direkt dann. Hm. Warte mal, ich bin gleich bei dir. Ich muss ja eh abtanken, bevor du abtankst. Ja, stimmt. Außerdem bin ich eh schneller als du. Was? Das, außerdem bin ich eh schneller als du. Ja, ich sehe dich auf der Karte. Trotzdem bin ich schneller als du. Ja, weiß ich. Und zwar auch rund 10 km/h. Ich denke, nach dem Maischuxler werden wir uns noch ein Lambo holen oder so. Oder einen größeren New Holland. Weizen, Start. Ich will den Kramper auch mal voll sehen. Wenn du genug schnell bist, wirst du ihn noch voll sehen. Ja, ich bin schon da.
voll? Jo. 40.000. Na, ja, bei mir hat er 6% noch eingepackt, aber so. Wie viel hast du? 20. 5.000, oder? 6.420. Okay. Aber ist halt egal. Ich denke, wir bringen danach noch einen Hänger vom Krampe ins Silage Silo, dann haben wir den Häcksler dann. Weil wir müssen ja dann auch häckseln. Ey! Ich fahr grad 70, ich fahr grad 70 km/h, Junge. Ich fahr grad 53. 265, 64, 61. Bremse nur gegenlenken. Oh, Scheiße. Was? 13 km/h. Junge, Rest überholen gilt nicht. Blinker an, ey. Also Warnblinker. Das hat 5.000 gebracht, was du da abgegeben hast. Ich fahre hier gegen die Wand. Lol, man kann hier den Zug wegbringen, dann kriegt man vielleicht auch noch mehr. Kann man. Gar nicht. Wie viel kriegst du gerade? Wir haben gerade 312.000. Und jetzt? 322.000. Okay, dann fährst du mit dem Krampe und ich mit dem Anhänger, mit dem Radlader. Zug losschicken. Der Zug ist losgeschickt. Hey, kann man das? Ja. Lol. Du musst am richtigen Ort hingehen. Außerdem bist du ein Spielhaus, deshalb geht das bei dir nicht. Ach so, geil. Mal gucken, ob wir noch was, ob das noch funktioniert. Wenn wir jetzt einfach so 500.000 nachher haben, das wäre geil. Da, ja, oder wenn du 500.000 dazu kriegst für die. Ja, am Arsch kriegen wir 500.000 dazu. Aber das wäre geil. Oh. Und wir schieden uns ja nichts. Ne, 30.000 hab ich gekriegt. 30? Boah, das ist ja viel. Ne. Geht. Warte mal, wie viel brauchen wir jetzt noch? Etwa, also den kann ich noch verkaufen, den kleinen Mais-Dings. Bringe ich erst den Flügel. Brauchen wir alles? Ja, wir brauchen noch einiges. Ja. Ja, 30.000. Ich mach mal die Zeit wieder hoch, damit die Kühe wieder produzieren. Ja. Ne, ich setz mir schon mal in den Radlader. Dass ich dich befüllen kann. Ja, stimmt, wenn wir so einen Krampe wegbringen, also so ein Dings, dann ist schon fertig. Dann haben wir genug. Müssen wir gucken. Ja, da drei Schlangen, dann haben wir irgendwie
Hier 1900 oder wie viel auch immer. Oh. Warte mal. 7500 pro Radlader-Schaufel. Hier passen 8 Schaufeln rein, glaube ich. Würde ich etwa schätzen. Acht Schaufel mal 7,5, 15 mal 4 gibt 60.000, das würde reichen. Der ist schon fertig hier. Nee, ist er nicht. Ach komm, den Rest lassen wir hier, diese komische behinderte Ecke. Den lasse ich einfach. Ja, Pflanzenwachstum hatte ich übrigens nachher, habe ich ausgestellt. So. Ja, nur, dass du das auch weißt und die Zuschauer. Natürlich. Und ich wollte jetzt vergessen, meinen Timer zu stellen. Ich schätze, 10 Minuten sind wir schon dran. Glaube ich auch. Guck mal, wie voll der jetzt schon ist. Ja, okay, ist doch egal, kannst einfach reinfüllen, bis er voll ist. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt muss natürlich das Mais auch direkt wachsen. Wir müssen noch güllen da, ne? Aber können wir ja gleich. Da kannst du machen, währenddessen ich den Häcksler hol. Ja. Wenn wir das Geld zusammenkriegen. Ja, das kriegen wir schon zusammen. Ich denke, nächste Folge werden wir dann den Häcksler nach Hause holen, alles. Und halt güllen und Mist streuen. Mhm. Ich denke, wir machen erstmal den Misthaufen leer und danach gehen wir güllen. Ja. Oder Gülle wegbringen, wie auch immer, wie ihr das nennen wollt. Das Mehlwerk liegt jetzt einfach draußen am Feld, ne? 96%. Okay, dann nehme ich gleich auch noch eine Schaufel mit. Jo. Warte. Voll. Nee, nicht voll. Jetzt aber, oder? Du hast gar nichts reingemacht. Du machst es gar nicht rein. Du kippst das vorne weg. Fahr ein bisschen vorwärts. So, und jetzt machst du Go. Gut, voll. Ich hab mir auch noch eine Schaufel mitgenommen. Ah, da, darf ich das mit einer Radlader machen dann? Nein. Weil du hast das letztes Mal das zweite gemacht, das heißt, jetzt wäre ich wieder dran. Ja, okay, dann mache ich, und dann fahre ich wieder mit Trecker. Ich mache aber diese eine Schaufel. Ja, ist okay. Aber wie lol wir versorgt sind, ne? Wenn das jetzt bei dem Hänger nicht geht, dass wir direkt einfüllen können, ne? Das wäre richtig geil. Nee, das wäre richtig scheiße. Wie? Wenn es nicht geht, dass wir es in... So, wenn es nicht geht. Ja, aber wenn das geil wäre, wenn wir das so direkt reinfüllen könnten, in der, also nicht in die Schaufel, sondern in das Ding, dass es auch wieder so tief wäre. Ich probiere mal dahin zu fahren. Vielleicht kann ich es ja durch den Bug reinkippen. Nee, geht nicht. Wie viel kriegst du gerade? Etwas. Etwas? Nein, eigentlich müsste das ja auch gehen. Dann machst du das immer mit der Maus, hast du? Ich mach das immer mit der anderen. Mach ich meistens.
der befüllt das erst voll schnell. Hier bei mir ist er jetzt bei 83. Wie viel hast du noch drin? 33.524. Dann hast du die Hälfte in den weggekippt, ey. Also etwa 100 haben wir jetzt verloren. 100? Ja. Wieso das denn? Weil du es in den Rang gekippt hast. Hä, der? Wie jetzt? Ach, durch den Bug, ganz einfach. Ich hab das nicht in den Rand gekippt. Wie viele haben wir denn jetzt? 401.000. 401. Okay, das kriegen wir davon. Nur noch zwei Schaufeln, dann hätten wir es. Aber wir ja, machen natürlich direkt. Ja, der ist gerade erst bei der Hälfte. Ja, wir haben es auch mit einem komplett vollen Pflege geschafft. Ja. Wollen wir gleich noch eine Fuhr machen? Ne. Jetzt brauchen wir es wirklich für die Kühe. Ja. Hä, ist deiner voll? Nee. Ich wundere mich gerade, wieso fährst du weg? Weil ich schon hinfahren wollte. So. Wie viel haben wir denn jetzt zusammen? 27.000. 4.000? Alter, den haben wir jetzt schon. 27.000, habe ich gesagt. Achso, du hast ihn schon gekauft? Vielleicht habe ich auch was anderes gekauft. Ja, du hast ihn gekauft. Sauber! Ganz kurzer Cut. So, das sind wir auch schon wieder. Tut mir leid, Eltern. Wissen ja von der letzten Folge. Fries. Was? Ich bin verrückter mit einer Kettensäge, also was soll ich sonst machen? Wie viel hast du denn noch? 3%. Ich will nicht die Prozent wissen, mein Gott. Ach so, 1358. Das heißt noch eine halbe Schaufel. Nee, noch eine Viertelschaufel. Aber ich will wieder zurückfahren mit dem Nambo. Darfst du für die letzte Schaufel noch kippen? Juhu! Das jetzt. Ich kann nicht kippen, ah doch, kann ich. 21%. Mehr gebe ich dir nicht. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Wir haben jetzt im Moment 49.000. Oh, eigentlich haben wir das ganze Geld ja jetzt schon zusammengekriegt und wir machen alles mit großen Nachfragen. Wenn jetzt noch eine große Nachfrage kommt, ne? Mit 10.000. Genau, übertreibe. Nee, aber nee, wenn mal. Das wäre aber wirklich geil. Ich habe das Geld schon wieder ausgegeben. Wofür das denn? Für einen anderen Anhänger, habe ich recht? Nope. Für den Schneidewerkswagen, für das Dings und für einer, mit dem wir auch Gras wechseln können. Also, und wie viel haben wir jetzt? Null. 8.100. Okay. Na, jetzt holen wir aber das Ganze mit den Kühen wieder raus. Ja, und vor allem können wir jetzt auch häckseln und müssen nicht 3.000. Wer häckselt denn? Das ist Nebensache erstmal. Der Helfer häckselt und wir fahren ab. Gut, ich fahr mit meinem Case. Ja, und ich fahr mit meinem Lambo und dem Krampe. Ja, bleibt angehängt. Ja, dann würde ich sagen, das packen wir jetzt dann noch auf, das Schneidewerk. Warte, für was ist denn der Schneidewerkswagen gedacht?
Oh, ich habe den jetzt nochmal gekauft. Egal, verkaufe ich ihn halt noch So, einmal. ich habe eine Schippe von Dings reingepackt, ne? Von der Silage. Wir brauchen noch Gras, ne? Ja, weiß ich. Also dann hol dir mal, dann mäh mal. Ja, hast du doch schon alles. Nee. Jetzt muss er das ganze Feld nochmal mähen. Nochmal. Ja, weil dann kriegen wir mehr. Ja. Oh, ist das eben. Wo steht denn das Mähwerk? Am Feld. Wattenrehe, alter Fahrer, wa? Ja, immer. Oh nein, fall nicht runter, Schneidewerk. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.